Damit wieder hallo und herzlich willkommen zu It's Time for a Rising World. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, schnarchend neben mir der Holzfäller Dante. Hallo. Ja. Geht schon los? Geht schon los? Mahlzeit. Komm Ja, jetzt ins natürlich. Fernsehen. Hallo, Ja. Blacky. Mahlzeit. Ich habe ein ganz Ja. komisches Déjà-vu. Also, beziehungsweise kein Déjà-vu, aber ein komisches Gefühl. Warum letztes Mal nicht irgendwie in der Wildnis? Ja. Ich hab Was? dich, ich hab dich mal netterweise, wo du geschlafen hast, hierher gezogen. Oh, schön. Deswegen die ganzen blauen Stellen an meinen Klamotten und im Gesicht. Ja. Hättest du mich ja wenigstens Huckepack nehmen können, faules Stück. Ja, ich hatte ja keinen Bogen mehr. Ja. Immer diese Ausreden. So, aber Blackie hat was vor. Ja, was heißt ich? Wir haben Ja, was vor. wir haben was vor, genau. So, also So. ich geh mit, weil sonst haut er mich wieder. Nee, Spaß. Wir haben uns heute mal überlegt, bevor wir hier mit dem Häuslebau endlich mal so voranschreiten, werden wir nochmal auf Tour gehen und versuchen zumindest mal entweder ein Dungeon oder ein Pferdchen zu finden, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Gold, wenn es geht. Und da haben wir die meisten Chancen, würde ich sagen. In der Höhle und in bessere Chancen noch in dem Dungeon. Ja, weil da liegen sie Und meistens schon in den Kisten. ja, und da Blacky ja wieder nicht so still sitzen konnte, jetzt zieht er kleinen Bogen, im Fall ich sage jetzt das Falsche, ist er ja unbedingt mal wieder auf den Server, auf Screen, ja. Ich muss mehr einen Bogen machen. Ja, weil du ja eigentlich wolltest du dir nur einen Bogen machen, aber er hat gleich mal wieder ein bisschen erkundet und hat auch eine Höhle gefunden, aber wie ich weiß, war er noch nicht drin. So in der Richtung. Also hat bloß, glaube ich, mal ein Stück weit hast du reingeschnackt, oder? Ja, ich habe ein Stück weit reingeschnackt und es war schon eine relativ ordentliche. Na dann würde ich Also. sagen, let's go und dann nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Jo. So, noch ein Apfel für den Weg hier. Genau, ziehen wir noch einen Apfel rein. So. Oh, schmeckt doch gut. Yeah. Und wir haben uns quasi nur, also es stehen ja quasi auch die Namen über den Köpfen, aber wir haben uns quasi jetzt noch für eine andere, beziehungsweise für die Klamotten entschieden. Ich habe jetzt das Holzfällerhemd an und er das Poloshirt, weil ich finde, mir stehen Hemden einfach besser. Ich hätte ja gerne so Militärstyle, aber dazu fehlt uns halt auch dementsprechend. Ja, ein bisschen was fehlt uns noch. Also die Cargo-Hose von dem Militär sieht wirklich geil aus. Auch die Boots, finde ich. Also die Schuhe, die sehen richtig cool aus. Aber Ob ich mir brauchen. jetzt die Weste anziehen würde, weiß ich nicht. Das Oh ist. doch. Also wenn dann schon, dann Ja, richtig. es wäre halt auch cool, wenn du dir sowas anziehst und du hast durch die Militärweste auch ein paar mehr Slots im Inventar auf EMA, weißt du? Das wäre geil. So wie bei der Satteltasche. Ja, genau. So, dass das Pferd zum Beispiel auch dann mehr Platz als für Cargo hat. Weil so hast du ja nur dich, wenn du nur den Sattel drauf knallst. Und das Pferd kann halt nicht tragen, weißt du? Das ist richtig. So, und da hätte ich jetzt schon gedacht, oh, Schweinchen. Und da hätte ich jetzt schon gedacht, dass. Nein, wir lassen es leben. Nein, Blackie, wir lassen das jetzt leben. Wir wollten Okay. auf Höhlentour gehen. Ja? Okay. Also beziehungsweise Pferd und dann Höhle, beziehungsweise. Jetzt hier nicht wieder sinnlos Tiere schlachten. Denk an die Fauna und Flora, die muss ich dann auch erstmal wieder erholen. Sonst haben wir bei uns in der Nähe irgendwann keine Viecher mehr. Ja, das stimmt Ich glaube, schon. wir haben schon die Kühe bei uns in der Nähe ausgerottet. Gut möglich. Und Und die Ziegen. die Ausrede ist aber dann, die geben aber so viel Leder. Und vor allem die Aber Wildschweine. wir sind jetzt hier nur lang gelaufen. Ich habe, glaube ich, gefühlt mindestens schon 5 Aluminiumadern gesehen jetzt. Ja. Das ist echt Das heftig. ist krass. Also an Alu und Kohle und so was, da könnten wir uns totschmeißen mit. Auch Ja. Silber. Aber das Einzige, was fehlt, ist halt Gold. Ja, und da müssen wir halt wirklich richtig tief. Ja, da müssen wir wirklich richtig tief. Oder wir finden halt einen Dungeon. Oh, Höhle. Ist das die Höhle? Naja. Aber weißt du was? Komm, wir testen das jetzt einfach. Ich habe ja meine Spitzhacke mit. Wir waren hier auf jeden Fall noch nicht drin. Nee. Weil das würden wir ja erkennen durch die Demolierung halt. Ja, genau. Ich habe noch nicht meine Spitzhacke hier auf der Ja, Leiste, das deswegen habe geht ich doch nur. meine wenigstens mitgenommen, ja. Also so ist es ja nun So, nicht. ich mach die auch mal Ja, Licht. mach mal Licht an, da brauche ich meine Funzel nicht anmachen.
Weil sonst überstrahlt das wieder so. Da kriegen wir alle beide Ohrenkrebs, dann haben wir nicht gekonnt. Weil der eine sieht nicht und der andere blickt von hinten. Vorsicht, Abhang! Ah! Jo. So nach dem Motto. Wow! Oh, wieso wird das jetzt so dunkel? Ich bin gerade voll durch den Boden geglitscht. Echt jetzt? Ja. Lebst du noch? Nee, ich bin gestorben. Scheiße. Respawn. Das ist jetzt aber nicht gut. Nee. Dein Zeug ist jetzt weg, oder? Ja, aber ich habe meine Funzeln wenigstens noch. Ach, deine Klamotte hast du noch, ja? Ja, meine Klamotte habe ich noch an, aber ich bin halt komplett inventarlos. Jetzt muss ich bloß gucken, lieg ich noch da irgendwo? Nee, wenn du durch den Boden geglitscht bist, bist du weg. Dann bin ich weg. Dann bin ich, Scheiße. Mitten in das Höhlensystem. Zeigt dir das an, wo du liegst irgendwie? Mach mal die Map auf. Du müsstest ja eigentlich einen Totenschädel sehen, weil wenn der weg ist, dann ist dein Zeug auch weg. Nee, ich habe keine Karte mehr. Ach, scheiße, stimmt ja. Ach, stimmt, du brauchst ja die Karte. Gib mir mal grob eine Richtung durch, was du gerade so in der Umgebung siehst. Ein Spitzenberg. Spitzenberg. Na, warte mal, wir sind ja theoretisch eigentlich gar nicht weit weg von zu Hause. Nee. Ich bin jetzt ungefähr gleich da, wo wir gewesen sind. Hier ist ein Schwein. Ja, genau, an dem Schwein vorbei. Da ist das grüne. Und dann sind wir aber den Berg hoch vorher. Genau, wir sind hier an diesem durch dieses Blumenbeet sind wir durch, ne? Genau, ja. Das ist blöd, ich sehe dich auch auf der Karte nicht, das ist doof. Ja, weil wir. Jawohl, warte mal. Nee, das würden wir, glaube ich, selbst noch nicht mal sehen, wenn wir eine Gruppe hätten. Nee. Eigentlich müsste die Gruppe ja noch bestehen, normalerweise. Bist du gerade draußen oder bist du gerade oben? Nee, ich stehe gerade oben. Am Höhleneingang stehe ich eigentlich gerade. Wort auf dich. Ja. Ich stelle mich mal jetzt hier ganz oben hin. Ich sehe dich aber auch noch nicht. Also ich bin jetzt hier mitten irgendwo auf einem ganz spitzen Berg. Warte mal. Ich bin schon oben. Da oben bist du, glaube ich, nicht. Aber es wird schon wieder dunkel, wenn ich das sehe. So wie ich das sehe. Ja. Aus welcher Richtung siehst du die Sonne jetzt, wenn du. Das ist, ja, was ist denn das? Wenn ich jetzt auf der Map, na gut, oben ist Norden, müsste jetzt, Süden müsste das jetzt sein. Süden. Ja, wir haben noch keinen Kompass. Wir hätten uns einen Kompass vielleicht noch mitmachen sollen. Dann muss. Aber du hast quasi zu dem spitzen Berg, das sieht aus wie so ein, wie sage ich das jetzt am besten, wie so ein Teufelshorn. Du hast da ein Horn und dann ist da also noch so eine Spitze und noch so eine Spitze. Aber ich sehe dich halt wirklich auch noch nicht. Ist da so Blumenbeet drauf? Nee, auf meiner Spitze jetzt nicht, auf der anderen auch nicht, so wie es aussieht. Ach, kacke Futz. Aber ich glaube, ich weiß jetzt ungefähr wo. Hier ist das Blumenbeet nochmal. Weil wir sind ja relativ schnell aus dem Blumenbeet wieder raus. Ja. Das ist dann bestimmt hier irgendwo. Ich sehe dich halt auch nicht, das ist das Blöde. Wenn man sich auf der Karte sehen könnte, wäre das alles viel einfacher. Ja. Selbst mit Gruppe würde das halt nicht. Nee. Ja, aber ich glaube, ich bin schon wieder zu weit. Was sind denn bei dir für Bäume? Hier steht bloß ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum. Oben auf dem Berg. Ne, eine Birke ist das. Entschuldigung. Eine Birke ist das. Aber so Fichten sind bei dir gar keine. Nee. Fichten waren bei mir, glaube ich, jetzt auf der linken Seite. Ja, auf den Bergen links. Linke Hand von mir ist das. Also geradeaus jetzt quasi. Ich gucke jetzt gerade in die Richtung. Ja. Wo hast denn du die Sonne? Also wenn ich jetzt. Komme auf der rechten Seite, aber ich glaube, ich. Nee, das ist Kohle. Das ist Kohle, ja. Ah, und jetzt wird's dunkel. Ja. Jetzt wird's aber dunkel. Also jetzt ist die Sonne quasi hinter mir. Ja, genau, weil ich gucke jetzt in die Richtung von der Sonne. So. Aber ich sehe dich halt auch nicht. Die Fichten wären rechts von mir, links von mir jetzt. Dann läufst du, ja genau, dann läufst du zumindest schon mal richtig.
Weil die Dann müsste Fichten waren bei ich. mir auch linke Hand. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob du schon vor mir bist. Das ist halt das Problem. So, mach mal deine Funze an, vielleicht sehe Die ich die ist ja schon, jetzt. die habe ich schon an. Ich stehe auch gerade oben zwischen den zwei Spitzen von dem Berg stehe ich gerade. Und der Mond ist hinter mir. Hinter dir. So schräg rechts hinter mir wäre der Mond jetzt. Rechts hinter dir. Und es sind zwei solche Zacken. Hier stehen nur noch zwei Birken. Und ich stehe jetzt im Prinzip genau in der Mitte von den zwei Zacken. Warte mal, hier oben. Weil deinen Namen müsstest du mir anzeigen, wenn du bei mir in der Nähe bist. Ja. Aber den sehe ich halt auch noch nicht. Aber ich sehe zumindest mal einen Berg mit einer ziemlich hohen Spitze, wo ich hochkomme, oder? Komm ich hoch? Komm ich hoch? Komm ich hoch? Ja, komm, 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 komm. So, Zacken. Zacken, 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 Zacken. Das ist immer so schwierig hier. Gibt ja genug davon. Ja. Ich sehe aber auch gerade gehen. Aber wieso bist denn du jetzt durch den Boden geglitscht? Das ist eigentlich unsinnig normalerweise. Naja, weil ich auch geklappt habe und ich denke mal, das Spiel wird das nicht richtig verarbeitet haben. Sind die Zacken etwas größer, sag mal? Ja. Also sieht das mehr so aus wie so ein, ja, weiß nicht. Wie so zwei Ohren von einem Hasen oder so? Keine Ahnung. Im Prinzip schon, ja. Bei der einen Zacke geht es so ein bisschen leicht ab und bei der anderen geht es komplett steil runter. Die Zacke. Aber wie gesagt, die Fichten habe ich vor mir. Vor dir. Die Fichten waren hier hinten, also müsste ich ja quasi an dir schon wieder vorbei sein. Wo ist denn jetzt bei dir der Mond? Der Mond ist jetzt, wenn ich jetzt in die Richtung von den Fichten gucke, immer noch rechts hinter mir. In die Richtung von. Oh, nicht schon wieder. Tot? Ja, ich habe Echt? mir das Bein gebrochen. Ja, ich glaube, das Bein gebrochen und dann war ich weg. Ja, warte mal, bleib mal zu Hause. Komm mal zurück. Da laufen wir den Weg dann nochmal zusammen. Macht sich vielleicht besser. Ja, das Problem ist halt, mein Zeug dürfte mittlerweile eh, glaube ich, weg sein. Ja, das kann sein. Wenn du sowieso durch die Map gefallen bist, wäre es dann schon ziemliches Glück, wenn es irgendwie auf einer Höhle gelandet wäre oder so. Von außen halt. Au. Fallschaden? Ach, den haben sie jetzt aber pissig gemacht, den Fallschaden, ey. Ja, ich habe gerade auch schon wieder einen gehabt. Meine Güte. Bist du noch zu Hause? Ja. Nee, ich bin schon auf dem Weg, aber noch bin ich auf der Strecke, wo wir auch gekommen sind. Bin nämlich letztes Mal, wo ich, also beim letzten Mal, wo ich hier vom Dorf weg bin, ganz schnell irgendwie abgekommen. Wo bin ich denn? Ich laufe da komplett in die falsche Richtung. Ich müsste ja jetzt da lang. Hui, verdammt. Müsste ich jetzt hier lang? Hier ist auch noch eine Höhle, wenn ich das richtig sehe. Oh ja. Oh ja. Und die ist auch ziemlich steil. Alter Verwalter. Er kann aber auch nicht warten, der Junge. Das gibt's nicht. Wo bist du jetzt? Kann ich dir gerade nicht sagen, weil das habe ich auch noch nicht aufgedeckt. Aber ich bin jetzt gerade hart in Richtung unseres Teichs. Also der nicht der mit Silber, sondern der dahinter, der etwas größere Teich. In die Richtung bin ich gerade unterwegs. Also in die Schlucht. Ja, in das Also Tal. das, In das in das Tal. Tal da. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück und dann begebe ich mich jetzt auch mal Richtung Tal. Hast du noch eine Karte wieder? Nö. Aber Papier hat man noch. Ach, warte mal, ich glaube, ich sehe dich. Halt, bleib mal stehen. Ich höre zumindest mal was. Ja, ich habe dein Licht gesehen gerade, glaube ich. Ja, ich sehe dich jetzt auch. Hey, Ja. Blackie! Hallo. Juhu! Ach. Moin. Du Typ, So. Alter. Ja, ich Typ. Warum falle ich auch durch den Boden? Wo bist du Na, jetzt gekommen? Von von. links oder von rechts? Nee, ich bin geradeaus eigentlich quasi. Ja, dann. Also ich glaube, ich finde die Höhle jetzt auch noch wieder, denke ich mal. Ja, das war ja im Prinzip, es war ja im Prinzip nicht weit weg. Nee. Bist du noch hinter mir? Ja. Ja, ich komme, ich komme. Weil ich habe hinten keine Ja, Rohre im Griff. genau. Ja, genau, hier sind wir vorbei. Ja, ich bin dann bestimmt falsch irgendwo abgebogen. Hier ist das Hier ist das Schwein. Schwein. Da drüben, den Berg habe ich gemeint. Nee, warte mal, war das der Berg? Nee. Nee, war nicht der Berg. Oder? Doch. Ah, da vorne. Da vorne. Wo der Mond jetzt quasi drüber steht, über der Zacke. Den Berg habe ich gemeint. Der war das. Ja, dann war ich bestimmt
entweder noch ein bisschen weiter weg, weil gesehen hatte ich den, aber ich habe kein Licht gesehen, deswegen Ja, ich glaube, habe ich den erstmal. das ist mit dem Spiel auch ein bisschen umständlich von so weit, je nachdem, wie du deine Chunks eingestellt hast, Die sind das zu sehen. auf Standard 25 oder so. Ja gut, dann hättest du es aber eventuell sogar schon sehen können. Ja, bei dem Mond, den sehe ich ja auch hell leuchtend hier am Himmel, also von daher. Oh. Hier ist auch eine Höhle, Blackie. Nicht jetzt? Ja. Wollen wir hier Lass mal mich sogar. rein? Ach komm, wir Mal gehen hier jetzt hier mal schon. gucken. Warte mal, hier ist noch ein Eingang, der ist, denke ich mal, einfacher. Ah ja, gucke, brauche ich gar nicht spuddeln. Da pass auf, das ist ja Verarschungshöhle, wusste ich. Können wir rausgehen. Alles klar. Ist nur eine Verarschungshöhle. Mit ein Verdammt. bisschen Alu. Ja, mehr aber auch nicht. Warte mal, wo Ich war habe denn bloß halt das keine. jetzt? Ja, die Karte Hast habe du ich noch ja, das die. ist nicht so schlimm. Wo sind wir da jetzt ungefähr? Wie viel Blöcke ungefähr kann man so Ach, wir sind sagen? ja fast noch weit oben. Wir sind nicht mal in der Nähe von der Höhle. Wir sind ja fast zu Hause noch. Nur dann aber. In welche Richtung muss Bin ja ich? nur in die falsche Richtung. Einfach mir hinterher. Ja, du bist schon wieder weg. Wo bist du denn jetzt schon wieder lang? Gerade über den Hügel. Ich sehe dein Licht noch. Ja, Oh ja. da ist er. Ach, wieder Fallschaden, verdammt. Ja, jetzt stirbst du nicht auch noch, weil sonst haben wir nämlich Dann gar keine. haben wir ein Problem. Dann haben wir Gar ein keins. Problem. Sind wir hier nicht noch drüber sogar? Ja, guck doch mal auf der Karte. Warte mal, da oben? Ja, ich blick da auf der Karte auch nicht durch. Ich hätte mir ein Kreuz machen sollen dort. Das habe ich aber auch nicht gemacht. Ich habe mir eins gemacht gehabt, deswegen bin ich ja extra in die Richtung hin. Ja, du hast ja aber keine Karte mehr. Nee, ich habe jetzt keine mehr. Also entweder haben wir Glück und ich finde meine Leiche dann nochmal wieder. Ja, wie gesagt, wenn du durch den Boden gebackt bist, ist es schon scheiße. Dann wären wir die, wo. Ach, warte mal, jetzt ist der Berg da drüben, oder? Ist das der Berg da drüben jetzt? Also müsste die Höhle ja dort sein. Ach, wieder Auf jeden Fallschaden, das gibt's doch nicht. Fall haben wir, falls du das siehst auf der Karte, ein Wasserloch. Was bei der Höhle, die wir gerade hatten? Ja, so in der Nähe ist ein Wasserloch. Ist ein Wasserloch. Nee, sehe ich leider nicht. Aber das kann mit dem hier hinhauen. Ich erkenne nämlich das Gebiet wieder. Ich bin das erste Mal, glaube ich, auch von hier gekommen. Und dann bin ich hier irgendwie Oh. über diesen Berg drüber gekraxelt. So. Und Oha. dann bin ich. Oha. Was denn? Oha. Hier muss man echt schon seitlich laufen, dass man den Berg hochkommt, Ja, also ich laufe hier auch halb wie besoffen. ja. Dabei habe ich noch nicht mal was getrunken. Warte mal, da drüben ist, glaube ich, der Berg. Also jetzt von dir aus rechts müsste der Berg jetzt sein. Hier drüben ist es, glaube ich. Und dann da gegenüber müsste dann die Höhle sein, die wir gerade gefunden hatten. Naja, so ungefähr. Es ist nämlich nicht weit weg Alter, ist gewesen. das steil. Wow. Angst. Angst. Ach, noch ein Stück. Blackie, wo Solange bist denn du jetzt? ich bin. Warte mal, ich komme mal ein Stück Ach, zurück. dort. Alles klar, ich sehe dich. Ich sehe dein Licht. Ich habe dein Licht gesehen. Folge dem Licht. Ich folge dem Licht. Außer wenn du fällst, dann folge ich dir nicht mehr. Ne? Nee. Würde ich auch brauchen nicht. Ach, guck mal. Höhle Höhle, 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 ist aber Höhle. nicht die von gerade eben. Nicht? Nee, das war eine andere. Weil wir hatten keinen Alu in der Nähe. Aber ist egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Weil Genau. hier waren. Wie war. Oh ne, das ist die. Ne, das ist die Verarschungshöhle, oder? War Hier das waren die wir doch schon mal erste? drin. Weil hier geht's auch noch mal lang. Ja, das ist voll die Ey, das Verarschung. gibt's doch nicht. Hier sind wir, glaube ich, auch schon reingelaufen. Also zum zweiten Mal verarschen lassen. Aber Das ich glaube, Problem ist, wir haben jetzt auch wir Nacht. müssen mehr hier rüber. Guck mal da oben, oder ist das bloß ein Flöz? Nee, das ist auch eine. Au! Verdammt. Das ist auch eine Höhle. War das die von gerade eben? Das ist, glaube ich, die. Nein! Ist es nicht. Ne? Alter, guck hier mal vorsichtig rein. Die ist richtig heftig steil. Wow. Also da buddel ich mich jetzt nicht runter. Doch. Was? Doch. Mach mal. Doch, mach mal. Ja, mach mal. Okay, aber geh bitte weg. Nicht, dass du wieder durch den Boden rutscht.
Nee, das möchte ich nicht. Weil ein Pferd werden wir jetzt im Dunkeln eh nicht finden. Und ich habe eh keinen Sattel mehr. Also gucken Ja, wir das jetzt stimmt, zumindest ja. mal. Aber Alter, weißt du, wie lange ich hier buddeln muss? Bis wir überhaupt erstmal vielleicht Boden unter den Füßen kriegen? Da wäre echt der Minenbohrer geil. Nicht weit. Wieso nicht weit? Ich sehe hier nur schwarz. Also wenn ich mich jetzt nicht täuschen Ach ne, lasse. stimmt, da unten sieht es man schon, ja. Aber es ist trotzdem ein ganzes Stück. Ja. Ich glaube, da wären wir mit runter bauen schneller gewesen. Dann hätte man ein paar Blöcke mitnehmen müssen. Naja, nicht unbedingt Blöcke, aber Holzplanken oder Balken oder sowas. Hey, Hier hier oben entsetzen. hättest du ja sogar stellenweise sogar noch halb runterrutschen können, aber die Gefahr ist halt, dass du dann wirklich dann abrutscht. Ja. Weil ich komme hier nämlich, komme ich schon gar, also doch, jetzt. Geht's? Na, ich heb das Ja, auch ein bisschen höher aus, so ist es nicht. nö, nö. Nö, Es nö. war bloß eine Kante. Da, dass ich mich auch ein bisschen pingelig hier habt. Typisch. Das Gute ist, ich habe ja wenigstens hier mein Helm noch, ich kann dir ja wenigstens noch leuchten. Ja, meine Funzel habe ich auch gerade an. Weil irgendwie ist es gar nicht so extrem wie letztes Mal. Oder habe ich meinen Helm ausgemacht? Ne, jetzt habe ich meinen Helm ausgemacht. Ich muss jetzt aber auch gerade auch erstmal gucken. So, warte mal, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, sonst verdurste ich ja. Ich habe Gott sei Dank, also das ist der Vorteil, immer noch recht gute Werte. Ja, du bist ja auch gerade gestorben, hä? Jo. Also, falls du immer mal halb am Verdursten bist oder so, dann einfach Ja. sterben. Ja, super. Ist ja übelst die Pro-Gamer-Ausrüstung hier und dann, ach ja, komm, ich sterb erstmal schnell. Bin zu faul, zum Wasserloch zu rennen. Das wäre nicht cool. Ne? Nee. Fände ich jetzt Buddelt sich absolut gerade nicht übrigens cool. durch Kohle. Ja, kann sein. Habe ich jetzt Zwar gar nicht nicht so viel Kohle. mitgekriegt. Habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, dass er was eingesammelt hätte. Das wäre jetzt übelst der Hype, weißt du? Ich buddel hier erstmal einen Weg nach unten und dann gleich. Oh, Gold! Das wär's. Aber so wie es aussieht, geht's doch noch ein Stück weiter. Ja, aber bin ich überhaupt noch am runtergehen oder buddel ich hier bloß gerade jetzt? Ja, du gehst noch runter. Weil das wäre ja auch schon wieder Aber halt heftig halt, nee. Flach. relativ angenehm. Ja. Also jetzt nicht zu steil, also hier sollten Wow. noch. Aber da könnten wir wahrscheinlich schon sogar schon wieder laufen. Je nachdem, wie die Steigung dann weitergeht. Naja, das Problem ist, wenn ich jetzt zu viel abrutsche, bin ich tot, weil ich habe nicht mehr viel Leben. Und wir hätten Mach uns mal Ban hier und wir hätten uns die Kante Bandagen nochmal. mitmachen sollen. Was? Mach mal hier die Kante. Besser? Ja, jetzt besser, weil sonst wäre man hier definitiv wahrscheinlich beim Hochgehen nicht mehr Ja. so sauber hochgekommen. Aber das ist Oder wahrscheinlich gar Exploration. nicht. Das ist richtige Exploration Ja, hier. bloß mit dem Unterschied, dass du diesmal führen musst. Und ich hänge fest irgendwo. Verstehe es nicht. Ich hänge echt jetzt fest. Nee, jetzt nicht mehr. Mein Gott. Aber wie er gerade zwei Schritte zur Seite gemacht hat, sah auch gut aus. So übelst. Ich hänge fest, Ja. ich komme nicht mehr weg. Naja, ich muss ja jetzt vorsichtig sein, weil ohne Ausrüstung du hier alleine mitten in irgendeiner tiefsten Höhle. Oh ja. Stimmt. Das ist Challenge. Challenge Time. So, hier müssen wir eigentlich ohne Problem. Ja, gut, das passt. Hier können wir runter. Das ist ein Witz. Es ist echt ein Witz. Es ist echt ein Scheißwitz. Das ist doch echt Es ist echt Verarsche. ein Scheißwitz. Das ist Verarsche. Aber richtige Verarsche. Ah, hier komme ich nicht hoch. Okay, bin ich schon weggerutscht. Genau, nimm die Kohle mit. Hä, Weil was ich für weiß, Kohle? wo Das ich. Wo... ist Alu, keine Kohle. Von hier aus sah es gerade aus wie Kohle. Nee, das ist Alu. Ja, weil die Höhle, wo ich durchgeglitscht bin, da war ein richtiges Höhlensystem drunter. Ich hätte mir ein Kreuz auf der Karte machen sollen, ey. Scheiße. Dann hätte man Ja, das das hätte vielleicht doch echt nochmal schon. wiedergefunden. Na, das reicht schon. Ja, wir brauchen den Stein. Ja. Ist jetzt quasi meine Ausrede.
Ich will einfach nur sicher hochkommen, deswegen sage ich, wir brauchen den Stein. Aber. Alter. Oh, jetzt wäre ich was abgerutscht. Oh, mach keinen Mist, ey. Warte mal, ich glaube, ich Dann muss bist. mal jetzt noch ein paar Äpfel essen, damit mein Leben sich mal wieder ein bisschen erholt. Aber der Vorteil ist, wir sammeln gerade Steine wie Hulle. Also ich. Jo, ich kann ja nicht, leider. Renn mal bitte nicht so weit weg, weil. Nee, ich bin immer noch auf dem Berg, also brauchst Ach, dort keine bist Angst du. haben. Alles klar. Ich bin Aber bis ich gerade sehe. die Umgebung am Ost. Komm mal mit. Ich glaube, hier drüben ist das. Oder? Nee, jetzt sind wir wieder am ganz anderen Ende. Jetzt sind wir schon hinter unserem Teich. Wir müssen viel mehr rechts rüber. Wir sind komplett falsch, Blacky. Wir müssen eigentlich hier mehr Ja, in die Richtung. in welche? In die Richtung, wo ich jetzt hingucke. Und wo guckst du jetzt gerade Da, hin? wo die Auf Sonne welche? aufgeht. Da, wo die Sonne. In die Richtung müssen wir. Ja, ich habe nämlich irgendwo, wenn ich gerade richtig geguckt habe, in irgendeiner Richtung hatte ich, glaube ich, gerade wie so einen Teich gesehen. Aber wo bist denn du jetzt schon wieder? Also ich bin jetzt, also ich stelle Da mich mal hinten. jetzt hier. Ja, ich sehe dich, alles klar. Aber wir müssten eigentlich theoretisch in Richtung Sonne. Wir gehen gerade komplett falsch wie vorhin. Wir gehen in In die Richtung. komplett falsche Richtung. Wir müssten in die Richtung, wo die Sonne aufgeht. Da müssen wir hin. Ja. Ja, dann Zum, gehen wir doch halt mal. zumindest in die Richtung müssen wir. Dass wir erstmal wieder da rüber kommen. Weil wir sind jetzt komplett in der falschen Ecke. Eigentlich wie vorhin. Hier kommt schon wieder. Au, Oh. Fallschaden. Hier kommt schon wieder so komisches Holz zum Vorschein. Ja, Ja, weil guck mal, da warte mal. hinten ist unser Teich, wenn du jetzt hier Richtung, Ja. weil hier ist das Tal, genau. Wir sind eigentlich fast zu Hause. Genau. Und das ist schon Dann schlecht. müssen wir. Au, oh, ich bin wirklich gleich tot, ey. Warte mal. Muss jetzt echt aufpassen. Hier ist Kohle on Mars. Wir müssen aber trotzdem noch ein ganzes Stück rüber, Blackie. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ich Hier, bin denk doch dran, auf ich kann jetzt nicht gerade so schnell, weil wenn ich jetzt nochmal Fallschaden kriege, bin ich auch im Arsch. dem Weg. Ich bleib erstmal hier stehen. Muss jetzt Ich echt glaube, ich hab. aufpassen, wo ich langlaufe. Ich glaube, Hier ich ist auch hab's. eine Höhle. Wo ich gerade stehe. Ja, ich sehe da eine Lampe. Warte, ich komm. Da unten. Ich muss bloß. Nee, ich glaube. Nee. Nee, da brauchst du gar nicht reingehen. Die geht aber rechts und links weg. Achtung, bei mir rutschst du. Warte mal. Ich guck nochmal, weil da hinten ist nämlich auch, glaube eine Höhle. Das mit dem Minensystem zusammenpasst, was ich gesehen Da habe. unten ist eine Höhle. Aber kann das sein, dass wir hier schon drin waren? Jetzt bin ich Oh, Fallschaden. wieder Fallschaden. Alter, ich habe mich gerade ein bisschen hochgeheilt. Das sieht. Ich weiß nicht, ob wir hier schon drin waren. Ich auch nicht, aber ich gehe. Ne, Ja, Verarsche. Alles klar. Also waren wir hier bestimmt schon mal. das war die Verarschehöhle. Ach, Aber ist das nervig. Die war ja auch auf einer Felskante. Wir waren ja relativ weit oben. Ja. Und das war nicht weit Und weg, definitiv. wir müssten jetzt immer noch Richtung rechts. Rechts, also Quatsch, da also wo. da, wo du jetzt hinläufst in die Richtung. Immer Richtung Sonne quasi, müssten wir erstmal. Und dann leicht links hoch. Wah. Also Jetzt habe ich immer dich wieder noch. verloren. Jetzt weiß ich nicht mehr, Also wo du bist. Ach, da hinten. Nee, du rennst ja wieder in die falsche Richtung. hä? Ja, wir Ach müssten hier da. hinten über das Tal. Aber da sind wir nicht gerade aus der Richtung gekommen? Nein. Wir sind von unten gekommen. Stimmt, alles klar, ja. Naja, mein Orientierungssinn ist heute noch nicht so richtig Ja, da. heute bin ich der Kompass. Weil Ja, du hast die Karte. hier ist auch das Blumenbeet, siehst du? Und da waren wir ja relativ schnell wieder raus. Ja. Also wenn ich jetzt richtig liege. Kann ja sein, dass ich mich irre. So, Genau, da sind da wir. drüben ist der Felsen. Der so leicht abgeht wie so ein Schweinsohr. Hier ist auch das Schwein. Ich meine, gut, die bewegen sich ja auch, aber eben nicht ganz weit, nicht so dolle weit weg. Naja, ist richtig. Ich muss Mann. langsam echt aufpassen hier. Nehmen wir mal Warte eine mal, ich hole Melone mal. mit. Ja, die würde ich mir jetzt gerade.
Ja, da ist noch eine, ja. Ja, genau, weil hier steht nämlich auch die einzelne Burg rum. Da ist der andere spitze Felsen. Hey. Ah, das ist ein anderer spitzer Felsen. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall war ich hier schon. Weißt du, woran ich das sehe? Wir gehen wieder zurück nach Hause. Ich hab's gerade auf der Karte gesehen. Wir gehen gerade wieder zurück nach Hause. Wir müssten Ich, jetzt wirklich in der Richtung müssten wir jetzt bleiben. also in der. Ja, wo wir jetzt, wo du jetzt hinguckst. Nee, nicht dahin. Hier, mehr hier hoch. Müssen wir. Hier Puh. rüber. Ja, das ist echt Orientierung. Scheiße. Orientierung gleich null. Also, die Folge wird jetzt Orientierung gleich null heißen, weil, ja. Weil wir nicht wissen, wo wir hingehen. Erkundung mit Hindernissen. Oh ja, das ist ein echt fetter Name. Aber warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall Richtung Meer dorthin. Warte mal, komm mal kurz mit, Blacky. Komm mal hier runter, bitte. Weil du. Komm mal bitte hier runter zu mir, bitte. Wir Ja, gehen jetzt weil. noch, du siehst ja geradeaus, wo ich hingucke, diesen spitzen Felsen dort, hä? Ja. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Und dann würde ich sagen, machen wir für die Folge erstmal Pause. Und dann fangen wir die nächste an. Weil sonst kommen Würde wir ich auch hier so ja sehen. gar nicht mehr zu Potte. Also gibt es die Folge nur rumgerenne. Und ich stehe ganz oben. Juhu! Und jetzt kommt Blacky Gar und schubst nicht. mich runter. Hallo! Nee. Hallo! Hi. Hey, du hast grüne Augen. Hi. Du hast grüne Echt? Augen, ja? Ja, guck mich doch mal an. Wie sollst du nicht die Melone das Gesicht wischen, Junge? Bei mir hast du schwarz. Echt? Bei mir hast du grüne Augen. So, also ich bin der Meinung, wir sind, wenn du jetzt mal da in die Richtung guckst, wo ich hingucke. Wir stehen aber schon wieder falsch. Also ich gucke zumindest in die falsche Richtung. Wenn ich jetzt richtig gucken müsste, würden wir in die Richtung hier ungefähr. So wie ich jetzt gucke, in die Richtung müssten wir laufen. Echt? Ja. Gut, dann würde ich sagen, merk dir mal, dass wir dann quasi geradezu, also da, wo ich jetzt Wo du hingucke, jetzt hinguckst, ja. ne? Dass wir da in die Richtung runtergehen, dann über den Bergrücken da oben, der so grün ist, Ja, uns dann in die Richtung. dass wir da hochgehen. Ja, alles klar. Weil, glaube ich, der beste Weg. Ja, machen wir. Kriegen wir hin. Okay, dann you first. Würde ich, ja, dann würde ich sagen, erstmal, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn ich zweimal gestorben bin, leider Gottes. Wir machen trotzdem weiter mit unserer Exploration und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei It's Time for a Rising World und wie immer, lasst ein bisschen Feedback da und jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Dante. Ja, tot ist tot. Nicht wiedergefunden ist verloren. Ja, es war ein scheiß Start für die neue Session. Aber was soll's. Blacky, wir haben ja noch genug Zeug zu Hause. Wir können ja dann das Zeug nachmachen. Und Leder haben wir für den Sattel auch noch genug. Müsste sogar für zwei Satteltaschen extra noch reichen. Aber jetzt werden wir dann erstmal in der nächsten Folge ein bisschen weiter explorieren. Weil das hält uns ja nicht auf. Weil ich habe ja immerhin noch Zeug und eine Karte. Und Richtig. wir machen das schon. Wir kriegen das hin. Gell? Würde ich auch so meinen. Würde ich Genau. auch so meinen. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst ein bisschen Feedback da, so wie Blacky schon sagte, und wir sehen uns in der nächsten Folge von It's Time for Rising World. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.